Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Wisst ihr, ich befinde mich derzeit in einer ketogenen Diät. Das Ganze ist eine extrem geile Sache, muss ich sagen, weil man keine Kohlenhydrate essen darf. Kohlenhydrate werden wirklich total, werden total überbewertet, ja. Wer braucht schon Kohlenhydrate, ja? Niemand! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja schon mal gemacht. So eine ketogene Diät dient für mich einfach dazu, nochmal den letzten Speck abzuspecken. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, warum erzähle ich euch diesen gesamten Bullshit, wenn sich die Leute da draußen gerade mit einer Tüte Chips vor dem Laptop befinden und sowieso einen kompletten Scheiß drauf geben, was ich eigentlich gerade mache. Keine weiteren Störungen! Heute gibt's nämlich Diät versus Matschephase. Ich bin nämlich normalerweise ein fröhlicher, glücklicher und vitaler Mensch. Okay, dann ist man wahrscheinlich in der Massephase fröhlich und in der Diät eher nicht so fröhlich. Wie kann es sein, dass du dann gerade so verdammt gut drauf bist? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht gut drauf, ich bin scheiße drauf, mir geht's rotzig, elendlich, Schauspieler den Rotz, damit ihr euch zu Hause mit euren Chips-Tüten nicht fragen müsst, was mit dem Typen los ist. Aber ich beruhige mich wieder. Naja, wie soll ich sagen? Als allererstes habe ich das Ganze an einem YouTube-Video getestet. Und zwar von einem... Ich kann jetzt gar nicht genau einschätzen, wie beschissen. Ich habe das Ganze getestet in der Massephase und in der Diät. Das Ergebnis ist wirklich verblüffend. Ich schau mir eben nur kurz dieses geile Video an, ne? Das gehört dazu, ihr habt auch... Ja Leute, ich hoffe, ihr hält es 3 Monate ohne mich aus. Guck mal auf das scheiß Datum, Alter. Wer von euch dachte, das ist real, Alter? Was ist das denn für ein Bullshit, ey? Was ist das denn für ein Vollidiot, ey? Johnny, halt deine Fresse. Geh mir nicht auf die Eier. Du musst mir noch das neueste Video von diesem Spaß hier reinziehen. Video aufrufen, Video abspielen, Video überspringen, Video scheiße finden, Dislike. Digga, nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Scheiße. Digga, Redman, komm mal rein, Alter. Ach nee, komm mal, Spaß auf, Alter. Naja, was mir auch wirklich aufgefallen ist, ist, dass mein Vater mir denn letztens auch ein neues Spielzeug vorbeigebracht hat. Auch da habe ich einen kleinen Unterschied gemerkt. Jetzt darf streng mal gerade, wo ich gerade war. Du, ich weiß es nicht. Ich war im Mediamarkt. Was denkst du, was ich dir jetzt mitgebracht habe, Junge? Du hast eine neue Halterung für die Seife mitgebracht, oder? Nein, besser. Besser? Du hast jetzt aber nicht wirklich die neue Bettbezüge dabei, oder? Noch besser. Noch besser. Du, ich weiß es nicht. Jetzt halt dich kurz fest. Ich habe dir neue Zahnbürste mitgebracht. Verdammt noch einmal. Das ist nicht der Ernst. Das ist ja der absolute Knüller. Verdammt noch einmal. Ja, natürlich, ich bin dabei. Komm sofort mit ausprobieren. Was ist denn das für ein... Was ist das für ein Rotz? Du kannst mich hier nicht so erschrecken, du Arschloch. Ich lese hier gerade meine Lektüre für die Schule, verdammt noch einmal. Ich hab keinen Bock auf deine Scheißklaber jetzt. Was ist denn das für eine Reaktion? Weißt du, wo ich gerade gewesen bin wegen dir? Du warst unterwegs, oder was? Ach was. Weißt du, wen das hier gerade im Raum juckt? Niemand, verdammt noch einmal, und jetzt gehen wir dir auf Eier. Ist jetzt auch egal. Weißt du, was ich dir mitgebracht habe, Junge? Eine neue Getränkehalterung fürs Auto gekauft, verdammt noch einmal, das ist schon, ne? Du hast eine neue Getränkehalterung fürs Auto gekauft. Ich hab die Idee, die kannst du dir mal in Arsch schieben gehen. Verstehst? Weil die brauche ich nicht. Weißt du warum? Die habe ich gestern schon gekauft, verdammt noch einmal. Irgendwie ist hier ein Schnitt in meinem Arm drin. Es ist ein ganz komischer Schnitt hier drin. Okay, der ging wahrscheinlich schon zu weit. Naja, wisst ihr, einer der schlimmsten Punkte in der Diät ist wohl der Umgang mit Frauen. Ich bin normalerweise ein unglaublich netter Typ. Also, Schatz, ich sag's dir, wie du gerade das Hähnchen umgewendet hast und wie du gerade Reis in den Reiskocher reingeehrt hast, da ist mir richtig einer abgegangen. Schwierigen Zeit jetzt gerade, wo wir uns nicht so richtig nahe kommen können. Weißt du, wie mich das eigentlich gerade stört, so, dass ich einfach, weißt du, ich bin so low die ganze Zeit und wir können uns einfach nicht nahe kommen. Mir fehlt einfach deine Nähe. Mann, verstehst du nicht, wie ich dich vermisse? Alles klar, Digga! 6-mal Bundesligameister, 3-mal Weltmeister und heute sehen sie aus wie in Topform. Sie sehen wirklich sehr gut aus. Kann es sein, dass sie abgenommen haben? Bitte.
Was haben Sie gerade gesagt? Abgenommen. Haben Sie abgenommen gesagt? Abgenommen! Ich kann eine Empfehlung an euch geben. In so einer Diät ist es vor allem wichtig, wie das Mindset ist. Man kann sich deswegen mega abfucken und so sagen, hey Mann, mir geht's so scheiße, ich bin so läsch. Im Gegenzug dessen kann man sich einfach sagen, hey Digga, reiß dich zusammen und verpiss doch! Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Kotz-Video hat euch nicht gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst dem Daumen noch bitte einfach 10 Videos nach oben da. Und ja, unter anderem könnt ihr jetzt noch unten in der Beschreibung vorbeischauen. Der 68. Link ist der Link zu dem YouTube-Kanal von meiner Oma. Und dort könnt ihr vorbeischauen auf dem...